Glück auf und seid herzlich willkommen. Wir spielen wieder Landwirtschaftssimulator 2019 auf dem PC und sind heute auf der Karte Gamsberg. So, was wollen wir heute Schönes machen? Und zwar, meine Mitarbeiter habe ich heute schon eingeteilt. Der Lehrling ist das Feld 9 am Düngen. Das ist ein Auftrag von einem Gamsberger Kollegen. Und der Franz ist schon mit dem Drescher unterwegs, Sojabohnen ernten. Ich habe hier schon mal die Anhänger angekoppelt und werde das Zeug dann mal abfahren. Vorher allerdings habe ich noch einen kleinen Termin beim Händler. Und zwar hatte der mir ein Angebot gemacht, was ich nicht ausschlagen konnte. Und zwar geht es um ein paar Anhänger. Deswegen werde ich jetzt mit denen hier nicht zum Feld fahren. Oder erstmal noch nicht. Sondern die beim Händler verkaufen. Und mir die neuen Teile ankoppeln. Ich hoffe mal, sie gefallen euch. Ich finde sie sehr, sehr cool, sehr, sehr schön. Gucken wir gleich mal. Jetzt müssten wir ja jeden Augenblick den Franz sehen. Ah ja, da vorne ist er unterwegs. Muss ich mich jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen sputen, weil irgendwann wird sein Korntank voll sein und da muss ich natürlich parat stehen. So, gucken wir mal, was er uns für die hier noch gibt. Schöne Anhänger auf jeden Fall, den zweiten Zug behalte ich auch, aber einen möchte ich gerne austauschen. So, was gibt's denn noch? 22.200. So, weg damit und rüber die neuen ankoppeln. So, wie sieht's hier aus? Ach so, was ich noch vergessen hatte, dann habe ich mir hier noch einen kleinen Strautmann gekauft. Und zwar habe ich mir den überlegt, für die Eierpaletten zu nehmen. Da gehen 6 Paletten drauf. Kleiner, süßer Hänger. Und hier zum Kornabfahren sind es jetzt 2 schöne neue Fliegel geworden. Ich finde die Dinger unheimlich schön. Und ja, man muss ja immer mal was Neues haben. So, und die mal noch zusammenhängen. Kommt jetzt ja keiner rum um die Kurve. Wäre nämlich ein bisschen blöd, wenn wir hier die Straße dicht machen. Na komm schon. Ich finde, es ist ein sehr, sehr schöner Zug. Geht natürlich auch ein bisschen mehr rein.
30 Tonnen pro Anhänger. Also ist dann auch mal ganz ideal zum Verkaufen fahren. 60 Tonnen ist doch. Schon mal was. Da. Sehr, sehr schön. Gefällt mir, so wie es da steht. Und wir haben wieder mal was Neues gekauft. Aber es kommt noch mehr Investitionen. Hatte ich ja schon mehrmals angekündigt. Aber dazu müssen wir jetzt noch ein bisschen was veräußern. Sollte jetzt auch in nächster Zeit einiges rumkommen. Das erste Feld Sojabohnen ist erntereif. Dann können wir Mais dreschen. Ob ich den jetzt verkaufen kann, weiß ich nicht. Werde auch einiges für die Schweine brauchen. Und ja, Weizen, Gerste, wobei da die Preise mies sind. Sehr, sehr mies. Aber wir haben ja noch Eier. Das wollte ich eigentlich gerne heute noch machen. Wenn wir uns erstmal hier um den Drescher kümmern. Der ist jetzt auch schon mit 80% voll. Ich finde, die passen schön auf die Karte drauf. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie es euch gefällt. Ich finde es sehr, sehr cool. So. Das wäre erledigt. Was machen wir jetzt einstweilen? Jetzt gucken wir mal. Ach, der Lehrling ist fertig. Oben auf dem Feld 9. Können wir ja gleich mal schauen, ob wir noch einen Auftrag kriegen können. Dem Kollegen, ob da irgendwas ist, wenn wir einmal mit dem Düngerstreuer unterwegs sind. Jetzt holen wir uns erstmal hier die 10.000 Euro ab. Ernten, ernten, ernten. Es ist jede Menge Erntemissionen am Start. Nee, also düngetechnisch ist nichts mehr zu machen. Wenn wir jetzt den erstmal zurück zum Hof bringen. Wir könnten natürlich auch gleich den Düngestreuer abmontieren. Ein paar andere Reifen drauf, ein bisschen was Gescheites. Legebereifung runter. Es sieht schon irgendwie ein bisschen, naja, schmalbrüstig aus. Und könnten mit dem Trecker zurückfahren, den kleinen Strautmann holen und Eier laden. Das wäre eigentlich ein Plan. Und die dann gleich in unser Verkaufshäusel bringen, unterhalb vom Restaurant. Die schreien schon alle Weile nach einer Eierlieferung. Ich denke, das machen wir auch.
stellen wir das Ding zurück in die Halle. Was wir jetzt dafür auch nicht brauchen, ist das große, wuchtige Gewicht hier. Konfigurieren. Wegebereifung, nein. Breitreifen und Gewichte kriegt er wieder. Da. Ah, jetzt sieht er doch schon wieder aus wie ein ordentlicher Trecker. Wenn wir jetzt beim Drescher sind, können wir den gleich wieder abbunkern. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Obwohl, er ist noch 45%, da geht noch ein bisschen was rein. Da können wir erst noch den Anhänger ankoppeln. Gespannt, was wir an Sojabohnen von dem einen Feld runterkriegen. Ich werde sie wahrscheinlich auch erstmal ins Lager schmeißen. Der Preis ist nämlich immer noch am steigen. Und ja, vielleicht kriegen wir ja das andere Feld in der Zeit noch erntereif und können dann mal eine richtige Verkaufssession machen. Schöner, kleiner, süßer Anhänger. Gefällt mir ganz gut. So für kleinere Mengen. Wenn ich mal Blumen oder was verkaufe, dann wird das ein bisschen knapp. Dafür haben wir ja noch unseren Drehschemel. Ah, überholen ist jetzt gerade blöd. Bei Gegenverkehr sollte man nicht tun, ne? Gucken, was meine osteuropäischen Weinleserinnen so tun hier. Sind zumindest am Arbeiten. Also die eine. Andere werden wir jetzt gleich sehen. Doch, doch. Also, der Anschiss letztens hat geholfen.
Ja, Blumen stapeln sich ja auch am Rand. Da warte ich aber echt noch auf einen guten Preis. So, wie sieht denn das hier aus? Eine Palette ist nämlich schon voll. Uiuiui. Und die nächste ist auch voll. Also, werden wir auf jeden Fall jetzt mal Eier verladen. Dazu nehmen wir unseren Telelader von Klaas. Ist noch die Bürste dran. Da können wir gleich mal noch hier ein bisschen putzen bei den Schafen. Aus das Ding. So, der Drescher ist fast voll. Auch noch sauber machen, sehe ich gerade. Puh. Das ist hier eine ganz, ganz komische Geschichte. Kommen wir denn hier rein in die Palette? Schwierig. Natürlich nicht. Oh, jetzt komm schon. Müssen wir erst noch mal ordentlich auf die Kabel nehmen hier. Wenn wir sie dann runterkriegen. Da. So sieht das doch schön aus. So, Drescher ist natürlich voll. Sag mal, wo hänge ich denn hier? In der Bordwand, na wie immer. So, das war Nummer 1. Packen wir gleich noch Nummer 2 drauf. Thank you.
So, und dann hoffe ich, dass das mal gut Kohle gibt. Für die Eier. Sollte eigentlich. Der Preis stand bei über 6.000. Also sollte da ein bisschen was gehen. Oh, ich die andere wieder runterschieben, das wäre ganz blöd. Das Ding erstmal an den Rand. Auf der anderen Seite aus ist die wieder runtergerutscht. Ganz gut. So. Machen wir hier noch ein paar Spanngurte drum. Hier hinten gibt es da keinen. Einem Gurt, das ist ein bisschen wenig, oder? Geht noch einer drum. So, passt. Oh, uns mal um den Drescher kümmern hier. Er steht recht günstig. Das passt. So, da haben wir jetzt ungefähr das halbe Feld runter. Was müssen wir denn machen? Kalk braucht's nur. Na gut, da kann ich leben damit. Dann werden wir jetzt mal einstweilen die Eier verkaufen. Preis war, wie gesagt, bei unserem Verkaufsautomaten bei 6.308 €. Na, wenn das nichts ist. Weg damit. Sind nicht wirklich schön aufgeladen, muss ich mal sagen. Aber Hauptsache es hält. Nicht, dass wir Rührei anliefern oder Flüssigei. Bei der Gelegenheit hätte ich gleich mal tanken fahren können. Mist. Vergessen. Ich hab's eilig. Bei der Hitze verderben die Eier nämlich auch schnell. So, komm. Sie an hier von.
Sojabohnen dann runter sind, dann könnten wir eigentlich nahtlos mit Mais weitermachen. Da habe ich mir gerade überlegt, da kann ich ja den Drescher eigentlich da draußen stehen lassen und fahre bloß mit dem Traktor zurück. Hol das andere Schneidwerk. Fahre ich mal wieder das Dach kaputt hier. In meiner schönen Verkaufshütte. Mann! Nehme ich hier ein bisschen blöd mit dem Trigger. Der Anhänger lenkt nicht wirklich so gut ein, wie ich das mir eigentlich vorgestellt hatte. Geht's los hier. So, eine Palette waren 15.000. Tja, und die zweite kriege ich jetzt wieder nie abgeladen hier. Ey. Nee, keine Chance. Muss ich sagen, habe ich das Kaufshäusel echt ein bisschen blöd platziert. Das müssen wir, denke ich, noch mal ändern. Aber es hat mir halt optisch hier so gut gefallen. So. Kommt der vorbei. Oh, kommt noch einer. So, also das waren 30.000 Euro. Schnell und leicht verdientes Geld, würde ich mal sagen. Können wir die Paletten zurückbringen und meine Federviecher können sich wieder voll ins Zeug legen hier, die zu füllen. So, jetzt mache ich aber eins, jetzt fahre ich an der Tankstelle ran und werde den Trecker gleich mal tanken. Schauen, was reingeht. €216, naja. Wat mut, dat mut, ne? Ohne Stoff keine Kraft oder so ähnlich. So, wie sieht denn das hier aus? Den werden wir uns jetzt auch gleich noch annehmen.
leer machen. Na, bleibst du jetzt mal stehen hier, Kollege? Mist, war zu langsam. Komm her. Das habe ich ja wieder schön verkackt hier. So. Also, mit dem Bild von diesem schönen neuen Anhängerzug möchte ich mich für heute von euch verabschieden. Hoffe, es hat ein bisschen gefallen. Wenn ja, dürft ihr gerne ein Däumchen und ein kostenloses Abo dalassen. Würde ich mich ganz erfreuen drüber. Und ja, beim nächsten Mal wieder reinschauen. Vielleicht noch die Glocke aktivieren. Dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. So, also, bis denn dann. Macht's gut. Tschüss.